Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Wir machen heute das Thema Leitern. Wir werden heute eine dreiteilige Steckleiter in Betrieb nehmen. Nicht eine vierteilige, das kann jeder. Ich habe heute extra Spezialisten dabei. Wir machen heute die dreiteilige Steckleiter. Zum Leitern brauchen wir natürlich erstmal eine vierteilige Steckleiter. Okay, fangen wir an. Die vierteilige Steckleiter würde ich jetzt hier erstmal hinlegen. Einmal. Zweimal. Super, wir haben die vier Teile hier schon mal hingelegt, vorbereitet. Okay, wir machen gleich eine Übung, wie gesagt, mit noch Personal. Deshalb brauche ich erstmal noch selber erstmal die Funktion, dass ich erstmal Gruppenführer bin. Dafür muss ich jetzt mein Schild etwas optimieren. Bin jetzt nämlich Gruppenführer. Okay, ich führe zwar nicht ganz eine Gruppe, weil zum Leitern brauchen wir nur drei Leute, einen Trupp und einen, der unterstützt. Wir machen das heute mit einem Angriffstrupp, den ich den Einsatzbefehl gebe, und einem Melder oder einer Melderin heute. Freut euch schon mal. Fangen wir an mit der Melderin hier zur Rechten. Einmal die Melderin. Das ist Kira. Das bin ich. Kira wird heute den Part, wie gesagt, der Melderin übernehmen. Okay, sie unterstützt mich in den Angriffstrupp. Kommen wir zum Angriffstrupp. Angriffstrupp geht es los mit dem Mitglied, also Truppmann 1 Ausbildung. Machen wir ja die TM1-Ausbildung, ist ja Truppmann-Ausbildung. Das heißt, jetzt kommt erstmal ein Angriffstrupp, Truppmann oder Truppmitglied zu meiner Rechten. Das ist Finn. Das bin ich. Finn ist Angriffstrupp-Mitglied. Okay. Und auch ein Finn muss geführt werden. Wir brauchen dafür noch einen Angriffstrupp-Führer. Haben wir den Angriffstrupp-Führer, Robin. Das bin ich. Und wir werden jetzt gemeinsam die dreiteilige Steckleiter in Position bringen. Freut euch, los geht's. So, wir werden das jetzt erstmal ganz langsam durchsprechen. Und zwar, wie wir das nach FEDV 10, also Feuerwehrdienstvorschrift 10, jetzt hier ganz langsam ablaufen lassen. Wir haben hier ein paar Besonderheiten. Es ist nicht so schön, dass wir jetzt hier einen Balkon haben im zweiten OG. So eine vierteilige Steckleiter ist ja 8,40 Meter lang und kann bis 7,20 Meter Höhe in einem Winkel zwischen 65 und 75 Grad, bla bla, alles eingesetzt werden. Wisst ihr alles? Wir haben hier leider kein zweites OG und wir machen das jetzt mal ein bisschen praxisnäher und ein bisschen praxisgefährlicher, sag ich mal. Jetzt kommt der Einsatzbefehl. Angriffstrupp zur Menschenrettung auf das Dach über die dreiteilige Steckleiter vor. Angriffstrupp zur Menschenrettung auf das Dach über die dreiteilige Steckleiter vor. So, wir werden jetzt mit dem Angriffstrupp das jetzt ganz langsam durchsprechen und Melderin, wer welche Funktion jetzt oder welche Aufgabe übernimmt. Wir fangen mal an. Melder bitte einmal ans Fußende der Leiter. Angriffstruppführer auf der rechten Seite. Angriffstruppmitglied auf der linken Seite. Wichtig ist, wir gucken mal hier vorne, dass das Steckleiterteil mit dem A-Teil hier unten liegt. Okay? Das liegt unten runter. So, da wir jetzt mit Leiter arbeiten und wir natürlich auch an die UVV denken müssen, brauche ich natürlich erstmal auch einen Helm. Da haben wir ihn. Handschuhe ziehe ich gleich noch über, aber denkt an eure eigene Sicherheit, macht das bitte mit der PSA vernünftig, mit der persönlichen Schutzausrüstung. Sehr gut. Gut, wie fassen wir die Leiter an? Wir marschieren erstmal ein Stück mit der Leiter. Kann auch sein, dass es der Einsatzort weiter weg ist. Die Melderin müsste jetzt entweder vorne zwischen die Leiterhäume sich stellen und die Leiter an den Häumen anfassen oder daneben gehen und an die dritte Sprosse ungefähr reingreifen. Ich weiß nicht, wofür du dich entscheidest. Dritte Sprosse, okay. Gehen wir zu den Angriffstrupp. Ich gehe mal hinter euch. Ihr greift bitte auch in die dritte Sprosse, allerdings einer von vorne und einer von hinten. Das verhindert, wenn man so reingreift, dass die Leiter, die Leiterteile verrutschen beim Transport, okay? Führer hat wie immer im Feuerwehrleben das Kommando und sagt jetzt Leiter auf. Leiter auf. Und wenn es losgehen soll? Leiter Marsch. Leiter Marsch, sehr gut. Wenn wir an Ort und Stelle sind, wird der Angriffstruppführer sagen, wir spielen es langsam durch, Leiter halt, ist das Kommando. Leiter halt. Und er sieht zu, dass wir ungefähr einen Meter von der Wand entfernt sind, wo wir hoch möchten. Okay, super. Wenn wir dann gekommen sind, sagt er, Leiter? Leiter ab. Leiter ab. Das sieht schon mal gut aus, die Leiter liegt. So, und jetzt gibt es ein kleines Hexenwerk. Ich setze mir schon mal meinen Helm auf. Der Angriffstruppmann wird jetzt dorthin gehen und der Führer hier hinter in der Mitte stehen bleiben.
So, so haben wir so eine leichte Rechtsdrehung, ne? Der Mann ist weg und der Führer ist hier rumgegangen. Okay. Zu Angriffsturm-Mitglied und Melderin. Ihr werdet jetzt, und ihr könnt euch das vielleicht gut merken, wenn ihr an der Wand steht, ihr euch so anlehnt, habt ihr die linke Hand noch zum Zugreifen. Das heißt, die rechte Hand lasst ihr jetzt mal die Hand zur Wand bitte freilassen und greift bitte mit der linken, du mit der linken und du mit der rechten Hand den Absperrbolzen. Genau, und geht jetzt in diese Richtung. So. Wichtig ist, er ist jetzt rückwärts gegangen, das sollte er möglichst vermeiden. Ne? Also seht bitte zu, so oft es geht, beim Leitern vorwärts zu gehen. Es gibt gleich eine Ausnahme, wo wir rückwärts gehen als Feuerwehrkamerad, sonst gehen wir nie rückwärts. Nur beim Leitern, beim Auf- und Abstellen, also beim Runterlassen der Leiter geht man rückwärts oder beim Absitzen vom Fahrzeug. Das sind die einzigen beiden Stellen. Okay, wir gucken jetzt mal zum Trupp. Die sind jetzt so hier angekommen, wir lassen die Leiter mal runter. Und ich zeige euch jetzt eine Besonderheit, einmal bitte dichter rankommen. In Absperrbolzen. Ihr braucht beim Zusammensetzen diese Bolzen nicht ziehen. Die sind hier abgeschrägt, angefasst. Das heißt, beim Zusammenstecken wird automatisch die Leiter zusammenstecken. Okay, ihr wieder zurück auf die Position und fasst jetzt mit der Hand Richtung Führer an Absperrbolzen. Und jetzt dürft ihr in die Sprossen reinfassen, zweite oder dritte Sprosse, und schiebt jetzt die Leiter zusammen. Genau. Ihr braucht nicht weiter, alles gut, es sieht gut aus. Okay. Während des Zusammensteckens hat der Angriffstruppführer die Leiter fest in der Hand. Wenn die jetzt fertig sind und alles verbunden ist, überprüft er das natürlich. Ist nicht umsonst der Angriffstruppführer, der den Überblick hat. Er ist natürlich der Bestausgebildete, normalerweise. Er nimmt jetzt die Leiter hoch und wird sie einmal gegen die Wand lautstark gegenhauen und gegenschieben. Genau. Und wären die Absperrbolzen jetzt nicht richtig drin, würden sie jetzt verriegelt sein. Die Reihenfolge ist, zwei Pärchen zusammenstecken, am besten vierteilige wie jetzt. Und jetzt müsst ihr das vierte Teil wieder abnehmen. Das heißt, der Trupp stellt sich jetzt hin, wieder die Hand zum Führer am Absperrbolzen, genau. Zieht jetzt die Absperrbolzen nach außen und jetzt kann das Leiterteil rausgezogen werden, genau. Die andere Leiter ablegen und das Teil bitte beiseite, dass keiner drüber stolpert. Und ablegen. Sehr gut. Der Trupp geht wieder ungefähr zur Mitte der Leiter. So, und jetzt haben wir das Besondere, dass wir hier einen Dachvorstand haben. Das heißt, wir können leider nicht die Leiter jetzt so gegen die Wand klatschen und einfach schön rausziehen in aller Ruhe. Wir müssen vorher unten mit dem Leiterfuß weiter raus. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Weil sonst würde, wenn sie ganz oben anschlägt, immer noch schräg stehen, sozusagen in dieser Richtung, dass sie umfallen könnte. Jetzt wird der Angriffstruppführer, der das sieht, die Leiter jetzt erstmal zurück, ziehen ein Stück. Ihr könnt ein bisschen mithelfen. So, gut. Lässt ihr gleich in der Hand. Er hebt sie jetzt ein Stück an. Hier würde ich hier vielleicht an die Absperrsprosse gehen. So. Und der Mitglied und Melder übernehmen jetzt die Leiter. So, hebst noch ein Stück an. So, und hier würde ich die Leiter aufstellen. Halt. Wir schauen mal. Der Angriffsführer muss jetzt ganz schnell rumlaufen oder rumgehen und die Leiter hier sichern. Also entweder hier unten oder hier in der Sprosse, eigentlich hier unten. Und hier mit reingreifen. Das ist wichtig, weil wenn die sonst über die Mitte drüber hinauskommen, hätten wir eine Wippe geschaffen und die Leiter schräg nach hinten über. Das darf nicht passieren. Und sie darf natürlich jetzt auch nicht hier wegrutschen. Das ist die Schwierigkeit jetzt hier, weil hier keine Wand ist, wo sie gegenschlägt. Also mit dem Fuß stoppen und in die Leitersprosse reingreifen. Und nicht davor stellen bitte, sondern seitlich. Bitte seitlich. Linken Fuß, genau, und so. Und jetzt könnt ihr die Leiter aufstellen. Und sie marschieren und fassen am Holm, das macht ihr sehr schön. Und stellen die Leiter gegen die Dachrinne. Kann ruhig ein bisschen krachen, so. Und jetzt geht der Angriffsführer beiseite. Lässt sie mal machen, weil die ziehen unten jetzt die Leiter weiter raus. Sie lassen permanent eine Hand hier oben dran am Holm. Und ziehen jetzt unten die Leiter raus. So. Der Angriffsführer guckt und überprüft, ob die Leiter schräg ist. Leiter ist schräg. Und muss natürlich sagen, die Leiter muss ein bisschen nach links. Wichtig ist, dass er sagt, ob sie oben oder unten nach links muss. Oben nach links. Okay, jetzt oben ein Stück nach rechts wieder.
Okay. Gut. So. Sehr gut. Jetzt muss, am besten mal näher kommen, jetzt muss der Leiterwinkel überprüft werden. Der Winkel ist in der, sollte zwischen 65 und 75 Grad sein. Natürlich haben wir kein Winkelmesser dabei. Deshalb gibt es einen Trick. Man stellt es mit einem Fuß hier hinter, so schulterbreit auseinander hin. Macht man am besten mal die Augen zu, stellt sie gerade hin und fängt nicht an, irgendwie hier so zu schummeln. Stellt sie gerade hin, verschränkt beide Arme nach außen und klemmt die Fäuste so unter die Achseln. Und dann gucken wir, ob der Winkel passt. So. Ich muss gerade so gegenkommen. Also jetzt auch nicht zu doll schummeln, dass der Winkel stimmt. Wenn ich gerade stehe, die Leiter müsste eigentlich einen Tick bei mir steiler. Das heißt, der Trupp würde jetzt die Leiter nehmen und ein bisschen dichter ranstellen. Ich mache das mal ganz kurz. Das war nur ein Tick. Überprüfe nochmal. Ja, jetzt merke ich auch, jetzt komme ich auch gegen. Okay? So überprüfen wir den Winkel der Leiter. Angriffsführer bitte. Und es ist egal, wie groß jemand ist. Ob das jetzt ein Kleingewachsener macht oder ein 2,50 Meter großer Mensch. Dementsprechend länger sind auch die Arme. Das passt immer. Ist korrekt? Gut. So. Der Trupp, der jetzt auf die Leiter geht, ist der Angriffstrupp. Könnt ihr euch bitte mal ganz kurz da vorstellen? Das heißt, die beiden müssen hoch zur Menschenrettung oder den Auftrag, den sie auch mal bekommen. Und die Leiter muss natürlich gesichert werden. Wir haben immer doppelte Sicherheit. Das heißt, die Melderin müsste jetzt die Leiter sichern und festhalten. Sie macht es richtig. Wichtig ist, dass man die Holme anfasst und nicht in die Sprossen. Also wenn ich hier die Sprossen festhalte und da tritt einer drauf, ist schlecht. Ne? Und sichern heißt auch, darf ich mal ganz kurz? Sichern heißt auch, wenn man die festhält, muss nicht immer reinhängen sein, die Antwort, sondern manchmal muss man vielleicht auch drücken. Je nachdem, wie die Leiter schwingt, man muss die Leiter ruhig halten. Das heißt nicht, hier immer mit aller Gewalt ranzuziehen. Okay? Manchmal muss man auch, wie gesagt, dämpfen. Deshalb die Hände von beiden Seiten so umfassen und die Leiter festhalten. Okay. Der Trupp besteigt die Leiter und würde jetzt zum Beispiel zur Menschenrettung hochgehen. Wichtig ist, dass man dabei im Passgang oder in der richtigen Gangart. Es gibt zwei Gangarten. Passgang und Talgang. Passgang und Kreuzgang, Entschuldigung. Der Passgang ist, dass man mit dem rechten Fuß und der rechten Hand gleichzeitig hochgeht. Und der Kreuzgang wäre dann umgekehrt. Ne? Haben wir gerade ein bisschen zum Affen, aber macht ja nichts. Also Passgang, so. Immer zugleich. Und an die Sprossen fassen, nicht an die Häume. Und man geht dann immer gleichzeitig. Okay. Kreuzgang muss ich mir erstmal jetzt überlegen, wie wir das jetzt machen. Und zwar muss ich so, das wäre genau über Kreuz. Linkes Bein, rechter Fuß. Ne? Okay. Also mal Passgang, parallel. Okay. Super. Danke, das reicht sehr schön. Mann auch noch hinterher. Sehr gut. Und wieder runter. Genau. Wir haben einmal gesehen, mal als erstes den Passgang und einmal den Kreuzgang. Super. Natürlich, wenn man eine Person jetzt über Leiter rettet, am besten die Person womöglich noch in Socken, barfuß, so eine Leiter runter, dann wird die natürlich gesichert. Rettungsbund, ne? Also Brustbund, Pfahlstich, Spierenstich. Guckt euch das Video an, bitte. Personen immer sichern. Und dann die Leiter runter begleiten. Ne? Okay. Sehr gut. Ja, wenn wir fertig sind, werden wir dann zum Abmarsch fertig befehlen. Dann müssen wir die Leiter jetzt wieder abbauen. Das geht wie folgt. Ihr kommt schon, ihr rotiert schon durch. Sehr gut. Mitglied und Melder finden sich wieder. Sie würden jetzt die Leiter. Moment, bitte noch nicht. Genau, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Also am besten, die beste Grifftechnik ist eine Hand in der Sprosse, möglichst weit unten, Hebel gesetzt, ne? Und hier möglichst weit oben. Umso mehr Gewalt hat man. Wenn ich jetzt beide so machen würde, hätte ich keine Gewalt über die Leiter. Ne? Ihr kennt vielleicht das Beispiel, wenn ihr einen Stuhl, Bürostuhl oder sowas hochhaltet am Fuß, dieser Hebel, und man hat ganz wenig Kraft, kann man auswählen, das ist total anstrengend. Deshalb nutzt einen breiten Abstand, fast hier ein Holm, hier eine Sprosse. Man könnte wunderbar zweit sehr viel Gewalt darüber für die Leiter auswirken. So, das heißt, bitte greift mal zu. Der Angriffstruppführer, ganz wichtige Aufgabe, gerade hier, wenn es so wackelig ist, geht schon mal rum. Und wenn die gleich senkrecht steht, die Leiter, und der Wechsel kommt zwischen Leiter ablassen,
dass der Fußpunkt nicht wegrutscht und die Leiter würde, wenn er unten nicht festhält, sofort nach hinten überschlagen. Ne? Deshalb, ich bleibe zur Sicherheit erstmal mit dabei. Leiter erstmal steil hinstellen, dass sie senkrecht steht. Genau. Der Angriffshofführer macht sich bereit, den Fußpunkt zu sichern, greift schön in die Sprosse rein. Genau. Und wichtig ist, dass der Fuß dahinter steht, macht er sehr schön. Super. Und ihr seht, wunderbar. Sehr gut, Angriffshofführer merkt, die Last ist vorne oder ist am Fußende frei. Wir nehmen die Leiter und die setzen ab. Okay, vierte Teil ran. Ihr seht, das wiederholt sich eigentlich immer, ne? Und die machen das sehr schön, aber wir es jetzt hier zum ersten Mal machen, finde ich super. Genau, verlassen. Drehen, super. Die Hände schön ineinander verschränkt. Leiter hoch. Leitermarsch. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr werdet sehen, Leitern ist in der Praxis auch schwierig zu erklären. Man muss es einfach machen. Das erklärt dann vieles von selbst. Wichtig ist aber, dass dabei keiner zu Schaden kommt. Ihr macht das super. Vielen Dank an die tolle Mannschaft. Und ja, freut mich, wenn ihr aber nächstes Mal wieder reinschaltet. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.